You state your full name. Hartmann Lauterbacher. Is that your full name? Lauterbacher. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sage. And will withhold and add nothing. Nichts verschweige und nichts hinzufügen werde. You must sit down. Herr Lauterbacher? Jawohl. Ich habe über die Sache mit Ihnen im Gefängnis bereits gesprochen. Wahr? Jawohl. Ich bitte nach jeder Frage etwas zu warten mit der Antwort. Jawohl. Damit die Übersetzer nachkommen. Jawohl. Wann sind Sie geboren? Am 24. Mai 1909. 1909? 1909. Sie sind verheiratet? Jawohl. Haben drei Kinder? Jawohl. Was sind Sie vom Beruf? Drogist. Bitte? Drogist. Drogist, also Kaufmann. Jawohl. Sie befinden sich in amerikanischer Gefangenschaft? In englischer Gefangenschaft. In englischer Gefangenschaft seit? Ich habe nicht verstanden. Seit wann? Seit dem 29. Mai 1945. Sind Sie über die Sache schon einmal vernommen worden von der Staatsanwaltschaft? Nein. Überhaupt nicht. Wann sind Sie hauptamtlich, also gegen Bezahlung, Angestellte in der HJ geworden? Ich bin hauptamtlich, das heißt gegen Bezahlung, Angestellter in der Hitlerjugend geworden, mit meiner Ernennung zum Gebietsführer Westfalen-Niederrhein. Wann war das? Im April 1932. April 1932. Also mit 23 Jahren. Mit 23 Jahren. Waren Sie vorher schon bei der HJ? Jawohl, ich bin... Langsam. Immer etwas warten mit der Antwort, wenn die Frage fertig ist. Ja? Jawohl. Ich habe gefragt, waren Sie vorher schon bei der HJ gewesen, bevor Sie dort hauptamtlich im Jahre 1934 angestellt worden sind? Jawohl, ich bin als 13-Jähriger im Jahre 1922 in die damalige nationalsozialistische Jugendorganisation eingetreten und habe dann als 18-Jähriger im Jahre 1927 in meiner Heimat Tirol eine Unterführeraufgabe übernommen. Und hauptamtlich wurden Sie? Habe dann in Braunschweig wiederum ehrenamtlich von 1929 bis 1932 gearbeitet und im Anschluss hauptamtlich. Also seit 1932? Jawohl. Was wurden Sie im Jahr 1932? Welchen Posten haben Sie damals bekommen? Im Jahre 1932 erhielt ich die Führung des damaligen Gebietes Westfalen-Niederrhein. Und wann kamen Sie zum Angeklagten von Schirach? Am 22. Mai 1934. Was wurden Sie bei ihm? Stabsführer. Stabsführer. Und wie lange blieben Sie Stabsführer bei ihm?
bis August 1940. Als er bisher sein Amt als Reichsjugendführer abgab, wahrscheinlich. So jawohl. Ungefähr. Jawohl. Bevor Sie bei der HJ hauptamtlich wurden, hatten Sie da schon beim Militär gedient gehabt? Nein. Langsam beantworten. Sie waren also auch nicht Offizier gewesen? Nein. Sie sagten uns, Sie seien ab 34, glaube ich, Stabsführer der Reichsjugendführung gewesen. Welche Aufgaben hat denn der Stabsführer der Reichsjugendführung gehabt? Kurz, nur damit man weiß, was der für Kompetenzen hat. Wie die Dienstbezeichnung Stabsführer schon zum Ausdruck bringt, war ich in erster Linie Führer des Stabes der Reichsjugendführung und hatte die Aufgabe, die allgemeinen Weisungen des Reichsjugendführers in die besonderen der Ämter und der Gebiete der Hitlerjugend, soweit dies der Reichsjugendführer nicht selbst tat, um zu arbeiten. Ich hatte die Ämter der Reichsjugendführung zu koordinieren und im Besonderen organisatorische und personelle Aufgaben. Außerdem führte ich im Auftrage Schirachs in den Jahren zwischen 35 und 39 eine Anzahl von Auslandsreisen durch. Bei Verhinderung des Reichsjugendführers, wer war sein Vertreter? Im Falle der Verhinderung... Etwas warten. Immer etwas warten. Ja? War ich sein Vertreter. Sie waren also anscheinend neben Schirach der erste Mann in der Reichsjugendführung. Stimmt jawohl. Das? Ja. Hat sich hier Verkehr mit dem Angeklagten von Schirach nur auf das dienstliche Gebiet beschränkt? Oder waren Sie darüber hinaus auch befreundet? Unser Verkehr beschränkte sich nicht nur auf das Dienstliche. Wir waren darüber hinaus auch persönlich befreundet. Und daher wurden unsere persönlichen Verbindungen auch durch Schirachs Wiener Auftrag nicht unterbrochen. Glauben Sie, Herr Lauterbacher, mit Rücksicht auf dieses freundschaftliche Verhältnis, dass der Angeklagte von Schirach Ihnen manche Dinge verheimlichte? Oder haben Sie die Überzeugung, dass er vor Ihnen in dienstlichen Sachen keine Geheimnisse hatte? Ich war immer und bin auch heute noch davon überzeugt, dass mir Schirach alle seine Absichten und erzieherischen Maßnahmen laufend mitteilte.
Also ich bin nichts Verheimlichte. Nichts Verheimlichte. Ich bin durch Schirach, wenn er während der ersten Jahre noch Besprechungen mit Adolf Hitler hatte, jeweils anschließend unterrichtet worden. Herr Zeuche, im Jahre 39 ist es dann zum Weltkrieg gekommen. Hat der Angeklagte von Schirach mit Ihnen in den letzten Jahren vor dem Weltkrieg irgendwelche Besprechungen dahingehend gepflogen, dass die Jugend auf den Krieg oder für den Krieg erzogen werden müsse, dass man also mit anderen Worten bei der Jugenderziehung auf die Notwendigkeiten und Bedürfnisse des kommenden Krieges Rücksicht nehmen müsse. Also was ist über diesen Punkt zwischen Ihnen und Schirach besprochen worden, vor dem Krieg? Über einen möglichen Krieg ist niemals gesprochen worden. Ich habe gelegentlich in Begleitung Schirachs an Tagungen der Partei teilgenommen. Und bei dieser Gelegenheit, wenn Adolf Hitler sprach, immer nur Beteuerungen. Look, Sarah, I don't think it's necessary for the witness to go quite so slowly. Herr Zeuge, Sie sollen langsam sprechen, aber nicht zu langsam, gell? Sondern nur so langsam, dass die Übersetzer gut mitkommen, gell? Jawohl. Sonst versäumen wir zu viel Zeit. Ja. Wir haben schon sehr viel versäumt heute. Bitte. Ich hatte gelegentlich dieser Tagungen immer den festen und unumstößlichen Eindruck, dass Adolf Hitler und das Nationalsozialistische Reich an Frieden und an einer friedlichen Entwicklung wir niemals festhalten wollten. Gekommen. Die Jugend spezifisch auf den Krieg vorzubereiten. Haben Sie, Herr Zeuche, in Ihrer Eigenschaft als Stabsführer des Reichsjugendführers auch Einblick in die gesamte Post bekommen, die entweder an Schirach kam oder von Schirach hinausging? Ich habe... Ja oder nein? Die gesamte Dienstpost auf alle Fälle zur Kenntnis bekommen. Haben Sie in dieser Post, die an Schirach kam, irgendetwas wahrgenommen von Direktiven, die die Reichsjugendführung von Hitler oder von der Parteileitung oder vom Oberkommando der Wehrmacht oder von irgendeiner anderen Stelle in Staat oder Partei in Bezug auf Kriegsvorbereitungen bekommen hätte? Nein, weder offen noch verschleiert. Herr Zeuche, wir haben uns schon in den letzten Tagen berichten lassen über die Hauptaufgaben der Jugenderziehung. Ich glaube, Herr Präsident, auf diesen Punkt brauche ich wohl im Einzelnen nicht mehr einzugehen. Der Zeuche könnte darüber am besten Auskunft geben, aber die Aufgaben der Jugenderziehung darf ich wohl als geklärt betrachten.
I think so. I think the facts about it have been sufficiently stated. Jawohl. Dann gehe ich gleich zu einem anderen Kapitel weiter. Sie sagten, Sie seien nicht gedienter Soldat gewesen. Hat Schirach nicht Wert darauf gelegt, dass unter seinen Mitarbeitern sich so und so viele Offiziere oder wenigstens gediente Soldaten befanden, die bei der Jugenderziehung hätten als Erzieher eingesetzt werden können? Können Sie auch kurz fassen? Nein, zunächst, also in den ersten Jahren der Entwicklung, lehnte von Schirach Offiziere sowohl aus ideologischen wie auch aus erzieherischen Gründen als Jugendführer ab. Das Ziel und die Aufgabe der HJ waren die sozialistische Gemeinschaft und der sozialistische Staat. Und damit war der Typ des alten, des damaligen Offiziers, der Vertreter einer reaktionären Epoche war, völlig unvereinbar. Völlig unvereinbar, wollen Sie sagen? Mit den erzieherischen Richtlinien, die Schirach der Hitlerjugend gestellt hatte. Ist, Herr Zeuche, Ihnen etwas davon bekannt, dass Schirach sich stets sehr ablehnend verhielt? Oder umgekehrt, ist Ihnen bekannt, dass er damit einverstanden war, wenn irgendwelche militärischen Stellen Einfluss auf die Art der Jugendführung nehmen wollten? Auch da können Sie sich vielleicht ganz kurz fassen. Es waren schon im Jahr 1933 Versuche, in die Hitlerjugend Offiziere als Führer zu lancieren, zu verzeichnen. Es sind auch vor meiner Tätigkeit als Stabsführer, soweit ich unterrichtet bin, zwei Offiziere im mehr oder weniger direkten Auftrag Hitlers in der Hitlerjugend tätig geworden. Sie sind aber am Wesen der Jugend schlechthin gescheitert. Und ihr Auftreten war ein, ich kann wohl sagen, hundertprozentiges Versagen. Wo sind die hingekommen? Schirach hat sich dann zu Adolf Hitler begeben und hat dort die Zurückziehung dieser Herren erreicht, beziehungsweise eine Weisung Adolf Hitlers erreicht, die vorsah, dass Offiziere in der Hitlerjugend nicht tätig werden sollen. Sind dann auch keine weiteren solche Versuche mehr gemacht worden, ihm Offiziere von irgendwoher aufzudrängen? Oh doch, es sind im Jahre 1936 und 37 und dann wieder 1938 Versuche unternommen worden, über sogenannte Verbindungsoffiziere Einfluss auf die Erziehung der Hitlerjugend zu nehmen. Es sind jedoch auch diese Unternehmungen gescheitert und wir sind bis zuletzt von den Hitlerjugendführern, die gedient hatten und Offiziere wurden, abgesehen, bis zuletzt in der Hitlerjugend
Offiziere, die einer anderen Stelle verantwortlich gewesen wären als Schirach, nicht tätig geworden. Also wenn ich Sie recht verstanden habe, dann wollen Sie sagen, ich bitte das zu beantworten, ob ich Sie recht verstehe, dass Schirach sich gegenüber solchen Versuchen ablehnend verhalten hat. Stimmt das? Jawohl. Ja. Herr Zeuge, warum hat dann die Hitlerjugend mit Einschluss der Mädchen Uniform getragen? Uniform ist vielleicht nicht der unbedingt richtige Ausdruck für die Kleidung, die die Hitlerjugend trug. Es war doch wohl mehr eine Tracht, wie sie schon vor der Hitlerjugend und nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Staaten die Jugendorganisationen trugen. Im Übrigen legte von Schirach Wert darauf, dass alle Jungen und Mädel, wie er sich ausdrückte, das Kleid der sozialistischen Gemeinschaft trugen. Der sozialistischen Gemeinschaft, das heißt also, es sollte... Der Gemeinschaft aller Jungen und Mädel aus allen Schichten der deutschen Bevölkerung. Ohne Unterschied? Ohne Unterschied der Herkunft, der Konfession und so weiter. Ob arm, ob reich. Jawohl. Und so weiter. Hat die HJ militärische Waffen besessen? Und wurde sie an militärischen Waffen ausgebildet? Das müssten Sie ja wissen. Nein. Sie wurde während Schirachs und meiner Tätigkeit an militärischen Waffen nicht ausgebildet. Hatte sie insbesondere Tanks, Panzerwagen und dergleichen, weil im Zusammenhang mit der Frage der Sonderformationen auf die Ausbildung der Jungen in der sogenannten Motor-HJ hingewiesen wurde. Tanks, Panzerwagen. Nein, die Hitlerjugend hat meines Wissens niemals, auch nach Schirachs Tätigkeit, eine Ausbildung an Panzerwaffen, an Panzerwagen, an Tanks erfahren. Jedenfalls zu Schirachs. Moment mal. I think all the facts, bitte. The facts stated by the defendant as to the weapons of the Hitler Youth and their formations were not cross-examined to. You needn't go into that. Mr. Dodd didn't suggest that they'd got tanks. So. Danke sehr, da kann ich mich ja da viel kürzer fassen. Ich komme dann, Herr Lauterbacher, zur Einstellung des Angeklagten Schirach und zu seinem Auftreten hinsichtlich der Judenfrage. War die HJ irgendwie bei den Judenprogromen vom November 38 beteiligt? Ich glaube, dass ich Ihre Frage mit einem eindeutigen Nein beantworten kann. Herr Lauterbacher, Sie haben mir etwas von einer Rede erzählt, die einige Tage nach dem 9. November 38 der Angeklagte von Schirach wegen dieser Judenprogrome gehalten hat. Sagen Sie, wann und vor wem hat er diese Rede gehalten und was hat er in dieser Rede ausgeführt? Herr Schirach gab mir am 10. November 1938, er war in München und ich selbst in Berlin, telefonisch den Auftrag, die
Gebietsführer der Hitlerjugend anzuweisen, ihre Organisationen unter allen Umständen aus den antijüdischen Demonstrationen herauszuhalten und zur Entgegennahme einer speziellen Erklärung zu diesem Punkt zu einer Tagung der Gebietsführer einzuberufen. Diese Tagung hat dann um den 15. November 1938 herum stattgefunden. Wo? In Berlin. Schirach forderte zunächst die Gebietsführer auf, zu berichten und gab dann seiner Freude Ausdruck, dass er verfügte auch über mittlerweile eingegangene eigene Berichte, dass die Hitlerjugend an den Ausschreitungen nicht beteiligt gewesen war. Er bezeichnete dann in seiner Rede die Ausschreitungen. Ich kann mich an diese Rede, weil sie besonders eindrucksvoll war, noch besonders gut erinnern, als eine Kulturschande und als einen Angriff auf unsere eigene Würde. Er sagte, dass so etwas bei einem unzivilisierten Volk, aber nicht im deutschen Volke hätte vorkommen dürfen. Und er erklärte weiter, dass wir uns durch diese Demonstrationen die Welt, darüber hinaus aber auch alle Anständigen in Deutschland selbst, zum Gegner gemacht hätten. Er befürchtete ernsthafte innerpolitische Schwierigkeiten und auch Schwierigkeiten in der Partei selbst. Und die Partei war sich, ja, wie wir wissen, keineswegs einig in der Beurteilung dieser Vorkommnisse. Ein sehr großer Teil der Parteigenossen und der Parteiführung verurteilte die Ausschreitungen. Jetzt reden Sie weiter bei dem, was der Herr von Schirach damals gesagt hat. Das würde mich mehr interessieren. Herr von Schirach gab dann der Jugendführerschaft noch die besondere Anweisung, sich auch in Zukunft unter allen Umständen aus Demonstrationen dieser oder ähnlicher Art herauszuhalten und verurteilte schon aus erzieherischen Gründen jede Gewalt. Zum Abschluss dieser Tagung den Stürmer als Zeitung, die in der Hitlerjugend etwa auf Heimabenden oder sonst wo Verwendung hätte finden können, verboten. Hat Schirach bei dieser Gelegenheit, Herr Lauterbacher, auch etwas davon gesprochen, dass so viele Kulturwerte, Kunstschätze, Volksvermögen und dergleichen nutzlos vernichtet worden seien? Und hat er in diesem Zusammenhang
nicht auch gewisse Beispiele angeführt? Ja, er hat in diesem Zusammenhang als besonders drastisches Beispiel das der versuchten oder zum Teil wenigstens durchgeführten Plünderung des jüdischen Kunsthauses Bernheimer. Bernheimer, München. In München angeführt. Und anhand dieses Beispieles der Jugendführerschaft aufgezeigt, welche gefährliche und nicht wiederbringende Eingriffe in den Schatz unserer Kultur und Kunstgüter durch die Demonstrationen erfolgt waren. Ist es richtig, dass der Angeklagte von Schirach im Anschluss an diese Berliner Rede, die Sie uns eben erzählt haben, dann von Berlin aus durch Ihre Vermittlung die einzelnen Dienststellen der HJ anrufen und mit bestimmten Weisungen versehen ließ? Und das ist schon am 10. November. 10. November. Also am Tag nach der Münchner Tagung erfolgt. Das ist unabhängig von der Tagung der Gebietsführer, die ja erst um den 15. November herum stattfand, geschehen. Herr Lauterbacher, ich nehme an, dass Sie im Lauf der Jahre bei manchen Reden, die der Angeklagte von Schirach an seine Unterführer oder an die HJ gehalten hat, dabei waren und manche dieser Reden selbst angehört haben. Hat bei solchen anderen Gelegenheiten der Angeklagte gegen die Juden gehetzt? Hat er zu Gewalttätigkeiten gegen Juden aufgefordert? Wie war das? Ja, ich habe wohl alle wesentlichen Reden, die von Schirach vor dem Führerchor der HJ gehalten hat, mit angehört. Und habe gelegentlich dieser Reden niemals Aufforderungen zu Gewalttaten, die schon seinem ganzen Wesen völlig fernlagen, gehört. Jedenfalls kann ich mich nicht entsinnen, dass von Schirach jemals die Jugendführerschaft direkt oder indirekt aufgefordert hätte, sich an Gewaltakten irgendwelcher Art und gegen irgendjemanden zu beteiligen. Worüber hat denn dann eigentlich Schirach meist gesprochen, wenn er eine seiner vielen Reden an die Jugend gehalten hat? Kurz nur die Hauptthema da. Man muss hier zweifellos unterscheiden zwischen den großen öffentlichen Kundgebungsreden und den Reden vor der Führerschaft der Hitlerjugend. In den Reden vor der Führerschaft hat er sich immer mit den großen politischen und weltanschaulichen Aufgaben, mit den sozialpolitischen, kulturpolitischen und berufserzieherischen Aufgaben, die er der Hitlerjugend gestellt hatte, gesprochen. Ich komme dann zu einem anderen Kapitel, Herr Lauterbacher. Hat Schirach Sie veranlasst, aus der Kirche auszutreten? Nein. Sind Sie ausgetreten? Ich glaube nicht, dass Herr von Schirach überhaupt wusste, welcher Konfession ich angehörte und ob ich aus der Kirche ausgetreten bin oder nicht. Ich bin im Jahre 1937 oder 38, ohne dass mich irgendjemand dazu angehalten oder gar gezwungen hätte,
aus der Kirche ausgetreten. Hat Schirach seine anderen Mitarbeiter angehalten, aus der Kirche auszutreten, soweit sie darüber informiert sind? Nein. Hat Schirach bei den zahlreichen Reden, von denen Sie uns vorhin sagten, dass Sie die mit angehört haben, gegen das Christentum geschimpft oder gehetzt? Gegen das Christentum. Schirach predigte der Jugend immer Achtung vor der religiösen Überzeugung und hat bei dieser Gelegenheit nicht einmal, sondern häufiger jede Gottlosigkeit als übel bezeichnet. Schirach hat sich in seinen Reden sehr wohl mit den vor 1933 und auch noch anschließend existierenden konfessionellen Sportvereinen, um ein Beispiel zu erwähnen, auseinandergesetzt und die Einheit der Jugend gefordert, aber dabei weder öffentlich noch intern das Christentum als solches und die religiöse Überzeugung anderer angegriffen. Herr Lauterbacher, während der Zeit, wo der Angeklagte von Schirach Reichsjugendführer war, schwebten die Verhandlungen zwecks Abschlusses eines Konkordats mit der katholischen Kirche, damit also die Beziehungen zwischen Staat und Kirche vertraglich geregelt werden sollten. Wissen Sie etwas davon, dass Schirach sich in diese Konkordatsverhandlungen einschaltete und ob er sich große Mühe gegeben hat, eine Verständigung mit der Kirche auf einer Grundlage herbeizuführen, die beide Teile befriedigen sollte? Ja, es haben in den Jahren 1933 und auch 1934 sehr viele Besprechungen Schirachs mit kirchlichen Vertretern. Wer war das? So mit dem damaligen Reichsbischof der evangelischen Kirche, Müller, und dem Vertreter der Fulda Bischofskonferenz, Bischof Berning, Osnabrück, stattgefunden. Und ich kann mich entsinnen, dass Schirach eine Abgrenzung der Rechte und Zuständigkeiten herbeistrebte. Etwa auf der Basis Gott, was Gottes ist, und dem Staate, was des Staates ist. Eine andere Frage, Herr Zeuche. Wissen Sie, ob Schirach sich tatsächlich bemüht hat, eine Verständigung der von ihm geführten Hitlerjugend mit der Jugend anderer Völker zu erreichen? Und können Sie uns beispielsweise anführen, was er alles in dieser Richtung getan und unternommen hat? Die freundschaftliche Verständigung der deutschen Jugend mit der Jugend der Welt gehörte zweifellos zu den Aufgaben, die Schirach seiner Jugendführerschaft immer wieder besonders ans Herz legte. Und ich hatte immer den Eindruck, dass diese Aufgabe, ich möchte fast sagen, seine persönlichste Passion gewesen ist. Ich bin selbst in seinem Auftrage und insofern
Bin ich vielleicht ein Kronzeuge gerade dafür? Von 1935 an jährlich mindestens ein, ja sogar zwei oder dreimal in die verschiedensten europäischen Länder gefahren, um dort mit den bestehenden Jugendorganisationen, aber auch Frontkämpferorganisationen des Ersten Weltkrieges Berührungspunkte anzuknüpfen. Welche Staaten? Und die Hitlerjugend hat, man kann wohl sagen, mit allen europäischen Staaten diese Beziehungen gesucht. Und ich selbst bin im unmittelbaren Auftrag Schirachs mehrere Male in England gewesen, habe dort mit dem Führer der englischen Boy Scouts, Lord Baden-Powell, und seinen Mitarbeitern, aber auch mit anderen. Moment mal. Bitte, Herr Präsident. I don't think the facts are in dispute. It's merely the inference which is to be drawn from the facts. Bitte? I don't think the facts are in dispute. It's merely the inference which is to be drawn from the facts, which the prosecution rely upon. Therefore, it's not necessary for you to go into the facts again about the connections with the Hitler Youth had with foreign youth. Jawohl, danke sehr. Herr Zeuge, Sie hören, diese Tatsachen sind an sich unbestritten. Wir können infolgedessen zu was anderem übergehen. Sie waren Stabsführer der Hitlerjugend, der HJ-Führung. Ist Ihnen etwas davon bekannt, ob die HJ-Führung im Ausland Spione, Agenten und dergleichen unterhalten hat oder ob sie Leute für die sogenannte fünfte Kolonne, Sie wissen, was das ist, in anderen Ländern ausbildete, ob sie junge Leute herübergeholt hat, damit sie als Fallschirmabspringer bei uns ausgebildet werden und dann wieder zurückgeschickt werden in ihre Heimat. Ist Ihnen so etwas während Ihrer ganzen Tätigkeit als Stabsführer jemals bekannt geworden? Die Hitlerjugend hat weder Spione noch Agenten oder Fallschirmspringer zum Einsatz in irgendeinem Land Europas ausgebildet. Mir hätte eine solche Tatsache oder eine solche Anordnung unter allen Umständen bekannt werden müssen. Mir ist nichts davon bekannt. Selbst wenn Schirach hinter Ihrem Rücken eine solche Anordnung getroffen hätte, glauben Sie dann, dass Sie dann auf dem Weg der Meldungen über die Gebietsführer und dergleichen unter allen Umständen davon wieder hätten Kenntnis bekommen müssen? Das hätte ich gelegentlich meiner vielen Dienstreisen unter allen Umständen in den Gebieten erfahren oder feststellen müssen. Herr Zeuch, ich möchte dann zu einem anderen Kapitel übergehen. Sie haben mir neulich von einem Gespräch erzählt, dass Sie nach dem Polenfeldzug, also vermutlich Ende September oder Anfang Oktober 1939, und vor dem eigentlichen Frankreichkrieg mit dem Angeklagten von Schirach in ihrer Wohnung in Berlin-Dahlem hatten, wobei sich der Angeklagte von Schirach über seine Einstellung zum Krieg aussprach. Wollen Sie das in Kürze dem Gericht erzählen? Jawohl, von Schirach besuchte mich Ende September oder Anfang Oktober 1939 in meiner damaligen Berliner Wohnung. Wir kamen sehr schnell auf den Krieg zu sprechen und Schirach sagte dann,
in etwa, dass nach seiner Meinung dieser Krieg hätte verhindert werden müssen. Er machte den damaligen Außenminister verantwortlich, Adolf Hitler ungenügend und falsch unterrichtet zu haben. Er bedauerte, dass Adolf Hitler und die maßgebenden Männer des Staates und der Partei Europa und die Welt überhaupt nicht kannten und dass sie so ohne Kenntnis der Folgen in diesen Krieg hineingesteuert waren. Er meinte damals, dass wir diesen Krieg, wenn er nicht innerhalb kürzester Zeit beendet werden könnte, verlieren müssten. Er wies in diesem Zusammenhang auf das außerordentliche Kräftepotenzial Englands und Amerikas hin und sagte, ich kann mich an dieses Wort noch besonders erinnern, dass dieser Krieg ein unseliger Krieg sei und dass man, wenn das deutsche Volk nicht mit diesem Krieg und durch diesen Krieg ins Unglück gestürzt werden soll, den Führer unterrichten müsste, welche Gefahr für Deutschland entsteht, wenn Amerika, sei es durch wirtschaftliche Lieferungen oder durch den Krieg selbst, eingreift. Wir überlegten damals, wer Adolf Hitler informieren könnte. Ja, wer überhaupt Zutritt bekommen kann. Schirach schlug damals vor, auf irgendeine Weise zu versuchen, Herrn Colin Ross zu Adolf Hitler zu bringen. Colin Ross sollte Adolf Hitler auf die drohende Katastrophe aufmerksam machen und außerhalb der Zuständigkeit und auch außerhalb der Anwesenheit des Außenministers Adolf Hitler informieren. Colin Ross befand sich damals noch nicht in Deutschland. Und ich kann mich entsinnen, dass er dann, als er zurückgekehrt war, tatsächlich über Schirach zu Hitler gebracht worden war. Wollen wir zuerst vielleicht, Herr Zeuche, noch bei der Unterredung etwas bleiben von Ende September oder Anfang Oktober 1939, die Sie uns eben berichtet haben. Und wollen Sie mir die Frage beantworten, wie kam man denn gerade auf den Dr. Colin Ross? Warum hat man sie, ist man gerade auf den Gedanken gekommen? Ich erwähnte schon, dass die Führung des nationalistischen Staates und der Partei das Ausland und die Welt so gut wie überhaupt nicht kannte. Und dass infolgedessen auf diesen Mann, der ja sehr häufig in der Welt gewesen war, verfallen wurde. Colin Ross hatte in all den Jahren vor 1939 gelegentlich dieser oder jener Tagung der Führerschaft der Hitlerjugend zu ihr gesprochen. Worüber? Und er war so mit Schirach und der Jugend bekannt geworden.
Worüber hat er denn zur HJ gesprochen? Colin Ross sprach über seine Reiseerlebnisse in allen Kontinenten. Über seine Weltreisen. Ist bei dieser Gelegenheit auch davon gesprochen worden, ob nicht an eine Lösung des Judenproblems herangegangen werden solle, damit man leichter mit dem Ausland zu einer Verständigung komme? Und eventuell auf welcher Basis? Jawohl, Schirach wies in dieser Unterhaltung auf die Ausschreitungen vom 9. November 1938 und auf seine anschließende Rede hin und meinte, dass es natürlich unter diesen Umständen außerordentlich schwierig werden würde, mit Amerika überhaupt ins Gespräch zu kommen. Und dass man unter Umständen vorher versuchen müsste, das wollte er gelegentlich einer Rücksprache Hitler vorschlagen. Dr. Sauter. Bitte? The tribunal doesn't think it's really sufficiently important to go into Schirach's private discussions with this witness. If he can say anything as to what Schirach did, it may be different. But now you're simply, witness is simply reciting discussions which he had with Schirach. Nothing more than private discussions. Herr Zeuche, was hat denn dann aufgrund dieser Besprechungen zwischen Ihnen und dem Angeklagten von Schirach diese letztere tatsächlich im Interesse der Aufrechterhaltung des Friedens oder im Interesse einer Abkürzung des Krieges unternommen? Hat er was unternommen und was? Jawohl. Herr Schirach hat, wie er mir gelegentlich einer späteren Besprechung wieder erzählte, jede Gelegenheit zu Beginn des Krieges benutzt, Adolf Hitler von der Notwendigkeit, mit Amerika ins Gespräch zu kommen, zu überzeugen versucht. Und er hat ja tatsächlich Herrn Colin Ross, der mir das selbst später erzählte, in Verfolg dieser Absicht zu Hitler gebracht. Und Colin Ross ist ja mehrere Stunden bei Hitler gewesen. Colin Ross hat mir anlässlich eines Besuches, den er bei mir in Hannover durchführte, von dieser Besprechung erzählt und bei dieser Gelegenheit gesagt, dass Hitler sehr nachdenklich geworden wäre. Er sagte allerdings gleichzeitig, dass die geplante zweite Unterhaltung mit Hitler nicht mehr zustande gekommen sei, weil nach seiner Darstellung das Auswärtige Amt gegen diese Art von Information Protest erhoben hatte. Herr Zeuche, Sie sind dann im Sommer... We'll adjourn now. The tribunal thinks that this witness is dealing in great detail with matters which are of very little importance. And the tribunal wishes you to bring his attention to something which is of real importance. Herr Präsident, ich habe ohnehin nur noch eine Frage. Herr Zeuche, eine letzte Frage.
Sie haben sich 1940 von Schirach getrennt. Sie wurden, glaube ich, Gauleiter. Jawohl. Schirach ging nach Wien. Sie haben aber dann im Jahr 43 nochmals eine lange Unterredung gehabt. Hauptsächlich über die Frage, warum Schirach von seinem Posten nicht zurücktritt. Ich greife diese Frage deshalb auf, weil einer der Herrn Anklagevertreter heute schon auf diese Frage eingegangen ist. Wollen Sie uns kurz sagen, was damals Schirach gesagt hat, warum er auf seinem Posten bleibt oder warum er nicht zurücktritt und dergleichen? Und wie er den Krieg beurteilt, 43, glaube ich. Ja, es hat im März 1943 gelegentlich eines Besuches, den ich privat in Wien durchführte, eine sehr lange Unterhaltung zwischen von Schirach und mir stattgefunden. Von Schirach äußerte sich damals über die Kriegsaussichten außerordentlich pessimistisch und erklärte mir, dass wir in Kürze vor Wien, in den Alpen und am Rhein werden kämpfen müssen. Er sagte bei dieser Gelegenheit, dass es ihm schon seit langer, langer Zeit nicht mehr möglich wäre, mit Adolf Hitler zusammenzukommen, dass er keine Gelegenheit mehr hätte, ihn, wie das früher einmal der Fall gewesen war, zu unterrichten, dass der Leiter der Parteikanzlei Bormann ihn von jedem Zutritt und jeder Unterhaltung unter vier Augen mit Adolf Hitler konsequent abschlösse und dass er so überhaupt nicht mehr Gelegenheit hätte, über Wiener Fragen und über allgemeine Fragen mit Hitler zu sprechen. Er sagte in dem Zusammenhang auch, dass er von Bormann jeden Tag mit Einsprüchen und mit Beschwerden, mit der Aufhebung von ihm gegebener Weisungen und Befehle in seiner Eigenschaft als Gauleiter in Wien traktiert würde und dass es im Grunde genommen nicht mehr möglich sei, im Amt zu bleiben und die Verantwortung zu tragen. Er sagte dann in dem weiteren Verlauf unserer Unterhaltung, wir haben dabei abgewogen die verschiedensten Möglichkeiten, dass er aber, da er Hitler einmal die Treue geschworen hätte, unter allen Umständen glaube, im Amt bleiben zu müssen und dass er vor allen Dingen glaube, es nicht verantworten zu können, in dieser Situation des Krieges die Bevölkerung, der er als Gauleiter vorgesetzt war, im Stich zu lassen. Er sah zwar die Katastrophe kommen, sagte aber, dass ja auch ein Rücktritt oder irgendein Unternehmen irgendeiner Art keinen Einfluss hätte auf die Staatsführung und auf Hitler selbst und dass er so also seinem Eid treu wie ein Soldat im Amt bleiben wolle. Herr Präsident, damit bin ich bereits am Ende mit der Vernehmung dieses Zeugen. Any other defendants counsel want to ask him any question? Rechtsanwalt Servatius für Saukel. Herr Zeuge, Sie waren Gauleiter in Hannover von 1940 an. Jawohl, von Dezember 1940 an. Sie waren in dieser Eigenschaft auch Bevollmächtigter für den Arbeitseinsatz. Jawohl. Waren in Ihrem Gau viele Fremdarbeiter?
Ja, in meinem Gau waren sehr viele Fremdarbeiter. Hervorgerufen im Wesentlichen durch die Reichswerke Hermann Göring, die in der Nähe von Braunschweig entstanden waren. Hatten Sie sich um die Betreuung zu kümmern? Dichter, für den Arbeitseinsatz beschränkten sich ja auf die Betreuung der ausländischen Zivilarbeiter. Bekamen Sie Anordnungen Sorkels hierüber? Ja, ich habe, wie alle anderen Gauleiter der NSDAP auch, laufend Anordnungen Sorkels zum Arbeitseinsatz, das heißt zur Betreuung dieser Zivilarbeiter, erhalten. Wie war die Art der Anordnungen? Die Anordnungen, die ich als Gauleiter erhielt, beschäftigten sich nahezu ausschließlich mit dem immer wiederkehrenden Aufruf, alles zu tun, die zivilen ausländischen Arbeitskräfte sowohl hinsichtlich ihrer Unterbringung, ihrer Verpflegung, ihrer Kleidung und ihrer kulturellen Betreuung. Wurde das praktisch auch durchgeführt? Das wurde natürlich im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten durchgeführt. Haben Sie Läger oder Werke inspiziert, wo diese Arbeiter beschäftigt waren? Jawohl, ich habe selbst gelegentlich meiner Dienstreisen solche Läger, vor allen Dingen aber die Industriewerke selbst, inspiziert. Ich hatte im Übrigen aber in der Person meines Gauobmannes der Deutschen Arbeitsfront einen Mann, der mich bei dieser Gelegenheit, in dieser Arbeit besonders unterstützte. Haben Sie selbst oder Ihr Obmann katastrophale Zustände festgestellt? Ja, ich habe nach Luftangriffen, die ja seit 1943 gerade die Städte Hannover und Braunschweig ganz besonders getroffen haben, in den Lägern ausländischer Zivilarbeiter, wie im Übrigen aber auch in den Wohngebieten der deutschen Menschen, gelegentlich, ich möchte nicht sagen katastrophale, aber doch ernste Zustände angetroffen. Und ich habe mich dann in der Folge im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten bemüht, beispielsweise zerstörte Unterkünfte reparieren zu lassen oder neu errichten zu lassen. Haben Sie Missstände gesehen, die durch Verschulden, sei es der Betriebe oder der Aufsichtsstellen, hervorgerufen waren? Ja, mir sind zwei Fälle in Erinnerung. In Hannover hatten sich einige Betriebe zu einer Art Arbeitsgemeinschaft, zu einer Art Genossenschaft zusammengeschlossen und ein Lager für ihre ausländischen Zivilarbeiter errichtet. Die Verantwortung für dieses Lager lag bei den Beauftragten dieser Betriebe. Der Gauobmann BRF hat mir dann eines Tages gemeldet, dass die Unterkunftsbedingungen nicht den Anordnungen entsprechen und hat meine Genehmigung erbeten, eingreifen zu dürfen, das heißt, von der Deutschen Arbeitsfront aus die Verantwortung für dieses Gemeinschaftslager übernehmen zu dürfen. Diesen Auftrag habe ich ihm dann gegeben und er hat mir einige Zeit später gemeldet, dass die
Schwierigkeiten behoben sein. Ein zweites Beispiel dieser Art sind die Reichswerke Hermann Göring. Ich muss hier, da ich unter Eid aussage, erwähnen, dass dieser Betrieb die Anordnungen Saukels in mancher Beziehung außer Acht gelassen hat. Einmal hat er außerhalb der Zuständigkeit der Arbeitsverwaltung selbstständig über seine Filialbetriebe in der Ukraine, aber auch in anderen Ländern Arbeitskräfte angeworben. Diese Arbeitskräfte sind außerhalb der Kontingente des Generalbevollmächtigten und damit auch außerhalb seiner Verantwortung nach Wartenstedt in den Bereich der Reichswerke gekommen. Ich selbst konnte mir erst über sehr große Schwierigkeiten Eingang in die Werke und in die Lager verschaffen. Es ist nämlich durchaus nicht so gewesen, dass ich als Gauleiter und Bevollmächtigter ohne weiteres... Wait a minute. What's this got to do with the defendant Sarko? Ich habe ihn gefragt über Missstände, die er festgestellt hat, denn er ist ja der Bevollmächtigte für den Einsatz der Fremdarbeiter und hat zu kontrollieren, ob Mängel vorliegen. Diese müsste er melden, sodass sie zum Schluss an Saukel kämen. Er ist etwas sehr weit gegangen in seiner Erzählung und schildert nun einen Zustand von den Hermann Göringberg. Well, then you should stop him, Dr. Servatius. You should stop him. Yes. You know the question you're asking. Herr Zeuge, haben Sie nun dort Missstände festgestellt im Lager? Ich konnte das Lager nicht betreten, weil mir das Betreten nicht erlaubt war. Hat Saukel selbst in Ihrem Gau gesprochen, zu den Arbeitern? Nein, während meiner Tätigkeit nicht. Er hat aber wiederholt seine Beauftragten entsandt. Ich habe noch einige Fragen für die politischen Leiter, die ich vertrete. Haben Sie, wie Sie zum Gauleiter ernannt wurden, besondere Instruktionen vom Führer bekommen? Nein. Ich bin anlässlich meiner Ernennung zum Gauleiter lediglich in einer Gauleitertagung durch Herrn Hess als Gauleiter eingeführt worden, habe aber gelegentlich dieser Tagung keinerlei spezielle Weisungen erhalten und habe auch während meiner... Well, then, surely the answer was no, and you didn't need that to add that to it at all. Haben Sie später mit dem Führer gesprochen und haben Sie dort irgendwelche spezielle oder geheime Anweisungen bekommen? Ich war nur gelegentlich der Gauleitertagungen beim Führer und ich hatte niemals dienstliche Besprechungen mit Adolf Hitler. Kennen Sie die Tätigkeit der Blockleiter? Insbesondere habe ich die Frage an Sie, sind die Blockleiter zu Spitzeldiensten eingesetzt worden? Nein. Es ist aber die Ansicht sehr weit verbreitet, dass tatsächlich der Blockleiter bespitzelt hat und dies ist auch von der Anklage vorgebracht worden. Hat der SD vielleicht die Blockleiter dazu benutzt? Der SD hatte seine eigenen Organe, seine eigenen V-Männer, die der Partei nicht bekannt waren. Die Blockleiter hatten jedenfalls keinerlei Aufträge für den SD tätig zu sein. Wurde nicht eine Kartei der Parteigegner geführt? In der Parteiorganisation nicht. Diese Kartei wurde meines Wissens, wie mir anlässlich des 20. Juli 1944 bekannt wurde,
durch die geheime Staatspolizei geführt. Beschäftigte die Partei Vertrauensleute zur Bespitzelung, die selbst zwar nicht Blockleiter waren, aber für Sie als Gauleiter arbeiteten? Nein. Ich habe keine Fragen mehr.